Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren PvP-Video. Heute mal wieder an der gewerteten 3-on-3-Arena unterwegs mit folgenden Kameraden, und zwar einem Heiligpriester, Schattenpriester und ich als Feuermagier. Das erste Spiel geht gegen Heiligpriester, Tierherrschaftsjäger und Wildheit-Druide, auch Jungle genannt. Und das ist eine sehr, sehr böse Kombo, denn das Spiel wird relativ schnell enden. Entweder sterbe ich gleich weg oder aber die Gegner. Okay, der gegnerische Priester hat hier meinen Priester gefehlt. Er wollte Gedankenspiele auf mich machen, habe ich gekickt. Dann hier Ring des Frosts, bin schon fast tot. Und ja, jetzt gehen wir einfach rein. Es ist Kauterisieren geprockt, müssen mal Eisblocken, das ist schade. Und das, ja, können wir nicht kicken, weil es nicht ready war. Aber jetzt können wir so ein bisschen Damage machen auf den Wildheitsdruiden. Schöner Stun hier nochmal von dem Priester. Aber wie es ausschaut, stirbt er nicht. Das ist schade. Jetzt schieben wir mal den gegnerischen Heiler hier an der Stelle. Und versuchen einfach so ein bisschen Damage zu machen. Nochmal Reschieb hier vielleicht. Schade, wurde gekickt. Wirbelsturm. Und da ist er tot. Ja, nice. Der Wildheitsdruide ist gestorben. Mein Schattenpriester hat da einen sehr, sehr guten Job gemacht. Und hat den gekillt. Das ist doch eine gute Sache. Und dementsprechend, ja, sobald der erste gegnerische Spieler tot ist in der 3-on-3-Arena, ist es meistens gewonnen, vorausgesetzt man stirbt nicht kurz danach. Und dementsprechend ist ja das erste Spiel gewonnen. Nächstes Spiel geht gegen Überlebensjäger, Vergeltungspaladin und Disziplinpriester. Und hier versuchen wir, ja, entweder auf den Vergelterpaler zu gehen oder den Jäger. Jetzt versuche ich hier den gegnerischen Healer zu ziehen. Drachen Odem into Sheep. Hat geklappt. Nice. Schöner Stun hier auf den Hunter. Deswegen gehen wir einfach mal auf den. Okay, der hat leider da so ein bisschen Spielchen gemacht. Aber der ist gut out of position. Weit weg von seinem Healer. Der musste auf jeden Fall schon seine Schildkröte ziehen. Was sehr, sehr gut ist. Und generell, die Gegner sind hier sehr krass in Gefahr auf jeden Fall. Aber jetzt müssen wir auch aufpassen, denn der gegnerische Paladin hat ja seine zornige Vergeltung gezogen, seine Winks, seine Flügel. Und den CC'en wir einfach mal so ein bisschen. Dann schieben wir den nochmal. Jetzt versuchen wir einfach ein paar Feuerbälle zu casten, um einfach die Einäscherung zu resetten. Das ist gut. Aber jetzt wurde ich hier gekickt. Schöner Grip hier, weil ich in Gefahr bin. Danke dafür. Jetzt hier nochmal ein Stun auf mich. Das trinkete ich. Jetzt versuche ich hier den Healer zu schieben. Wenn ich jetzt den Sheep hier reinbekomme, leider wurde ich hier gefeiert. Schade, da wurde ich outplayed, aber Gedankenspiele haben wir mal gekickt. Jetzt Full Sheep wieder auf den gegnerischen Healer. Und jetzt können wir vielleicht den Paladin töten. Okay, noch ein Sheep hinterher. Jetzt ist die Combustion wieder ready. Gehen einfach direkt rein, versuchen jetzt den Paladin hier zu töten. Okay, dann halt den Jäger, geht auch. Und der gegnerische Priester ist unten. Und der Hunter, der kann hier sterben und der ist gestorben. Weil der gegnerische Priester hops genommen wurde von der Gedankenkontrolle von einer meiner Priester. Ja, der wurde einfach runtergeschmissen und dementsprechend ist auch dieses Spielchen gewonnen. Danke dafür. Gute Arbeit von meinem Team. Nächstes Spiel wieder auf der gleichen Map und zwar gegen Wiederherstellungsschamane, Schattenpriester, Waffenkrieger. Und ja, hier kommt es halt drauf an. Entweder man killt den Schattenpriester oder den Waffenkrieger. Mit der Kombi, ja. Und natürlich, man will nicht unbedingt da vorne reinpushen, sondern man will eher, dass die zu uns kommen. Hier Ring des Frosts, okay, haben wir sogar nicht durchbekommen, das ist schade. Jetzt hier Sturmblitz auf mich, alles auf mich, ja, alle CDs werden auf mich gepoppt. Ich versuche jetzt Zeitverschwendungen zu machen, Dev-CDs zu ziehen, um das Ganze zu überleben. Und da ist einfach der Waffenkrieger gestorben, also ich weiß nicht, was da passiert ist, aber, ja. Das war auch ein Sieg. Ich habe kaum Damage gemacht. Mein Schattenpriester hat gefühlt alles alleine gemacht. Aber ja, der gegnerische Healer war irgendwie zu gierig. Der wollte seine CDs nicht nutzen. Und dementsprechend ist der Krieger da einfach gestorben. Nächstes Spiel wieder gegen Wildheitsdruide, Heiligpriester und Tierherrschaftsjäger. Wir haben hier überraschenderweise den Jäger gefunden. Ich dachte mir, ich gehe einfach direkt rein. Let's go. Okay, getrinketed. Schade. Wir wollen den Hunter hier irgendwie schnell töten. Komm, können wir den irgendwie schnell töten? Let's go. Ah, shit. Ja, egal, aber der hat seine Schildkröte schon mal raus. Full Sheep auf den Priester hier an der Stelle. Der hat auch sein Schmuckstück schon raus, der Priester. Noch ein Sheep hinterher. Leider habe ich keinen Damage mehr jetzt. Wirbelsturm jetzt hier auf jemanden. Und jetzt haben wir einfach den Jäger getötet. Das ist eine gute Sache. Und dementsprechend ist auch schon das Spiel gewonnen. Aber ich bin auch fast verreckt, denn Kauterisieren ist gebraucht. Ich musste Eis blocken. Aber ja, das sind sehr, sehr schnelle Games, ne? Auf so hoher, in Anführungszeichen, hoher Wertung,
sind diese Games schon richtig, richtig schnell. Ja, super schnell stirbt da immer irgendjemand. Und das nächste Spiel geht dann jetzt gegen Heiligpriester und zwei Windläufermönche. Ist, würde ich sagen, eher eine schlechte Kombi von den Gegnern, weil ja, zwei Mönche ist, glaube ich, nicht so gut. Ein Mönch reicht in den meisten Kombos. Aber gut, vielleicht ist das ja God Gamer. Und dann geht es jetzt hier gleich schon rein. Wir wollen natürlich nicht unbedingt da vorne reinpushen, sondern wir wollen, dass die zu uns kommen. Stellungsspiel, Positioning ist sehr, sehr wichtig in der 3-on-3 Arena, vor allem wenn man so Range-Sachen spielt. Und ihr seht schon, was sie hier vorhaben. Die rennen schon direkt hinter der Wand, rennen weg. Schöne Furcht aber da an der Stelle. Full Sheep auf dem gegnerischen Healer und jetzt kommt Basti hier. Okay, der lined mich auch. Das spielen sie schon schlau, so ist es nicht. Dann versuchen wir einfach so ein bisschen Damage hier zu machen. Das geht auch einigermaßen klar. Aber leider Gottes ist da keiner wirklich gestorben, weil war halt so ein bisschen YOLO-Combustion gezogen, ne? Aber jetzt kann vielleicht der Mönch da sterben. Oh, 16% HP, fast. Die PI habe ich mir auch mal direkt gezauberraubt. Also die Seele der Macht haben wir einfach mal weggenommen. Aber das ist gut. Da sind schon ein paar CDs auf jeden Fall raus von den Gegnern. Schutzgeist ist draußen, Gotteshymne ist draußen, Karma ist draußen, Diffuse Magic ist draußen und. Also sehr, sehr viele Death-CDs und Damage-CDs schon draußen. Und eigentlich kann gleich schon wieder jederzeit jemand sterben, wenn man das einigermaßen schlau spielt. So, jetzt machen wir mal so ein bisschen hier Damage. Jetzt ist mein Heal auf jeden Fall in Gefahr. Jetzt versuchen wir mal den Ring des Frosts zu machen, um so ein bisschen zu helfen. Full Sheep hier auf dem Healer, der nicht so viel bringt, weil wir gerade eh keinen Damage machen. Jetzt halber Sheep auf den und vielleicht können wir den killen. Ah, nein, das hat uns wieder hops genommen. Und Karma ist auch schon wieder draußen, wie es aussieht. Wir versuchen hier durch Karma durchzugehen, aber er stirbt einfach nicht. Er überlebt ganz, ganz knapp. Hat er natürlich auch schlau gespielt, dass er hier hinter die Wand gegangen ist. Absoluter Gamer. Und ja. Jetzt versuchen wir den nochmal zu töten. Die sind auf jeden Fall krass schon in Gefahr. Ihr seht, die versuchen zu dritt hinter Wände zu gehen. Ja. Und vielleicht schaffen sie das auch. Also sie schaffen es bis hierhin ganz gut. Jetzt ist so ein bisschen der Heiligpriester von seinen zwei Mönchen weg. Also der Heiligpriester ist irgendwo in der Mitte und die sind hier hinten bei uns. Und vielleicht können wir so ein bisschen Damage noch pumpen. Let's go. Vielleicht stirbt er jetzt hier. Ohne Combustion sogar. Und die Phönixflamme und nice, er ist gestorben. Ja, nice, ne? Also, da ist dann letztendlich doch ein Mönch gestorben. Ich würde sagen, der Grund warum, weil die dann out of position, die waren halt gespreadet, die waren nicht mehr alle zu dritt auf einem Fleck, sondern die Mönche waren irgendwo und der Heiler war halt irgendwo in der Mitte und wurde auch CC'd von Gedankenkontrolle. Und ja, dann ist auch dieses Spielchen gewonnen, das ist gut. Danke dafür. Nächstes Spiel geht gegen Schattenpriester, Gleichgewichtsdruide und Heiligpaladin. Und hier will man, glaube ich, meistens den Druiden killen. Und natürlich ist es hier auch wieder wichtig, möglichst im offenen Felde zu spielen. Denn da können wir am besten Damage machen. Wir versuchen jetzt hier den Paladin zu schieben mit Drachenodem. Das hat sogar geklappt. Wir haben den Druiden rausgeholt mit Frostnova, weil wir unterbrechen direkt Wirbelsturm und gehen direkt rein auf den Druiden. Abfahrt rein da. Vielleicht kann er hier sogar schon sterben, wenn wir reingehen und der ist tatsächlich geplatzt. Ja, let's go. 12k DPS. Guck dir das an. Das war natürlich perfekt, ne? Perfektes Setup war das für uns. Den Druiden schön gefunden und dann konnten wir schön Damage machen. Keiner hat uns irgendwie unterbrochen, interrupted oder so. Und dementsprechend, ja, ist er einfach gestorben. Und der Paladin hat halt gefühlt auch irgendwie nichts gezogen oder wurde halt outplayed von unserem Schattenpriester, wurde halt gut CC'd auch. Und dementsprechend ist auch dieses Spiel gewonnen. Let's go. Und Ehrestufe 101 haben wir auch erreicht. Nächstes Spiel geht dann gegen Elementarschamane, Heiligpriester und Schattenpriester. Also auch zwei Priester im Gegnerteam, aber mit dem Unterschied, dass dann Elementarschamane dabei ist. Okay, wir versuchen hier was zu schieben, versuchen hier den Kick zu faken, haben wir sogar hinbekommen. Und jetzt gehen wir hier einfach auf den rein, oder was? Ah, ne. Der hat gerade eh schon alle CDs gezogen, deswegen warte ich hier noch mit der Combustion. Weil der Schutzengel ist schon draußen. Ich glaube, da empfiehlt es sich einfach kurz zu warten. Jetzt hat er sogar noch Dispersion gezogen. Das ist sehr gut für uns, wobei ich auch sehr krass Low HP bin. Und jetzt gehe ich hier rein in die Combustion, weil jetzt sind seine CDs vorbei. Und vielleicht kann er hier sterben. Natürlich werde ich hier gepurcht vom Elementarschaman.
Ich bin auch krass am Sterben, auf jeden Fall, so ist es nicht. Und ja, der Priester ist einfach gestorben. Das ist gut. Let's go. Da hat unser Priester einfach massiven Damage gemacht. Nachdem ich meine Combustion durch hatte, hat er gefühlt 80 oder 70% dann noch solo gekillt. Also, ja, let's go. Sehr, sehr nice Geschichte. Guter Damage. Und dann geht's auch schon ins nächste Match. Und zwar gegen Tierherrschaftsjäger, Disziplinpriester und Wildheitsdroide. Mal wieder die berühmt-berüchtigte Jungle-Combo, die halt so viel Damage macht und so viel CC hat. Wir finden hier aber direkt den Jäger, aber der macht direkt Roar of Sacrifice, also mache ich da null Damage mit meiner Combustion. Werd hier eh krass gestunt und bekomme jetzt hier krass Damage rein. Zeitverschiebung hier benutzt. Wurde halt eh wieder direkt gepurcht, aber deswegen habe ich es frühzeitig wieder gedrückt. Und jetzt stirbt hier eventuell der Hunter und der Hunter ist einfach gestorben. Also ja, der Hunter war zu gierig, hat seine Schildkröte nicht gezogen, beziehungsweise war im Silence. Und mein Schattenpriester hat gefühlt wieder alles solo gemacht. Also ich werde hier schon so ein bisschen gecarried, habe ich manchmal das Gefühl. Nächstes Spiel geht gegen Gleichgewichtsdruide, Priester und Überlebensjäger. Und auch hier kann auf jeden Fall der Druide oder der Jäger wieder sterben. Ich versuche jetzt hier den gegnerischen Heiler wieder mit Drachenodem into Sheep in den CC zu nehmen. Leider wurde ich hier instant gestunt von einem dreckigen Jäger und ich werde instant hier, krieg massiven Damage rein, kann nicht viel machen. Jetzt versuche ich die so ein bisschen wegzuziehen, weg vom Heiler und dann kann ich einfach ein bisschen Damage hier machen. Schmerzunterdrückung auf dem Hunter direkt, deswegen switche ich hier auf den Druiden einfach. Und eventuell stirbt er hier, yes, dude, und er ist einfach gestorben. Aber meine Kauterisierung ist natürlich auch gebrockt. Und die liefen auch schon direkt, also ja, das war auch wieder sehr interessant. Einfach mal das Target switchen, wenn Schmerzunterdrückung kommt. Und ja, immer so ein bisschen auch wegziehen die Leute von dem freundlichen Healer der Gegner. Und dann kann man durchaus das ein oder andere Mal die Leute one-shotten. Ja, ansonsten ist es das auch schon gewesen von diesem Video. Wenn es euch gefallen hat, dürft ihr gerne noch ein Like da lassen, wenn nicht, dann nicht. Bedankt fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.